Rat. Zwei Verräter stehen heute im Mittelpunkt dieses Evangeliums. Man muss es so hart sagen. Judas und Petrus. Verraten. Eigenartiges Wort. Wir benutzen das manchmal, wenn wir sagen, da hat mich einer verraten. Freunde kann man verraten. Geschäftspartner kann man verraten. Man kann aber auch Geheimnisse verraten. Ein Geheimnis verrät man nicht jedem. Ein Geheimnis ist etwas Kostbares, was wir guten Freunden anvertrauen. Verraten. Beide Dimensionen stecken irgendwie seit 2000 Jahren in unserer Glaubens- und Kirchengeschichte. Ich glaube, wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wie oft hat nicht nur Judas Christus verraten, sondern haben wir Christen Christus verraten? Hat die Kirche Christus verraten? Wir wollen das nicht schönreden. Und gleichzeitig haben wir eben, ja, diesen kostbaren Schatz in uns. Diesen kostbaren Schatz, der letztlich Christus selber in uns ist, den wir einander verraten, den wir aneinander weitergeben, den Eltern ihren Kindern verraten, Paten ihren Patenkindern verraten, Lehrer ihren Schülern verraten. Wir verraten einander das Kostbarste, was wir haben, unseren Glauben. Verraten. Welche Dimension herrscht in mir vor? Ich will gar nicht überdramatisieren, aber es wird doch sicherlich bei jedem von uns immer mal wieder vorkommen, dass wir unseren Glauben ein wenig verraten, dass wir Christus ein wenig verraten. Und gleichzeitig stehen wir doch unter dieser wunderbaren Berufung, einander diesen Glauben weiter zu verraten, weiter zu sagen. Verraten. Vielleicht können wir uns heute noch mal vornehmen, zu überlegen, wem von meinen guten Freunden, wem von den Menschen, die mir anvertraut sind, die ich gut kenne, mit denen ich vertraut bin, wem möchte ich diesen Christus verraten? Wem möchte ich verraten, was für eine Hoffnung in mir steckt? Welche Hoffnung mich belebt? Welche Hoffnung mir Hoffnung gibt über alle Hoffnungslosigkeit hinaus? Denn eins ist klar, dieser Glaube, den wir gerade in dieser Woche feiern, der lohnt sich, weitergesagt, verraten zu werden, enthüllt zu werden. Dieses Geheimnis darf nicht verloren gehen.